Oh Mann, warum komme ich immer zu spät ins Spiel? Eieieiei. Birkenwäldchen. Auf Russenseite. Na dann mal los. Eile er sich. Zwei können wir Artillerie geben. Ist aktiv. Okay, links hinten. Setzt die Artillerie, die kam genau im richtigen Moment, genau darunter, wo sie sollte. Dann gehen wir halt so in den Punkt rein. Gehen wir noch Sicherheitsartillerie. Es ist ja kein Gegner da. Wo sind die denn heute alle? Die Waffe ist schon krass, gar keine Frage. Eingenommen. Ich mach mal, ne? Wenn ihr nicht dazu kommt. Ich könnte mich erschießen, ich habe noch einen kleinen Karabiner in der Hand, ansonsten nichts. Die Art noch irgendwie klatscht, ist also. So, nur noch Nahkampf. ZG-43. Sogar gutes G43. Ich sehe nur nichts. Hallo? Das hat ein G43 Bayonett. Ich will nicht weiter rausgucken, ich will nicht geschossen werden hier. Ja, der Punkt wird eingenommen und jetzt wird schon gecampt. Das ist einfach wieder genial. Er liegt da auf dem Boden. Ich denke, ist er jetzt tot oder nicht? Ja, ich sag ja, ich muss nicht. Wenn ich jetzt nicht rausgeguckt hätte, hätten wir den Punkt da locker gehabt. Ich meine, das ist eh nicht weit. Ich weiß, wo er liegt. Ich habe noch kein Gewehr gerade in der Hand. Die Granate ist da angekommen. Ist alles gut. Pass auf, gleich kommt die Granate geflogen. Nur noch eine Position übrig. Da war Quote 1%, aber darum geht's nicht. Posten stehen. Hier kommen jetzt zu viele.
bisschen zurück. Ist nicht der Best Place, aber wir haben Deckung, 60 Meter und wir stehen gerade da. Нужна поддержка артиллерии! Вас понял! Огонь! Die Brennwand das macht, aber vielleicht kommen wir dann besser voran. Die Artillerie ist toll. Guter Bot. Er hat noch zwei Schuss, na super. Ach komm schon, weißt du, jetzt willst du dir Munition bauen und genau in dem Moment der Pionier erschossen, ganz klar. Wäre gut. Unsere Jungs erobern die Position. Komm, ich habe eine neue Waffe. Sie haben hier alle schon die Super-Russen-Waffen hier mit 50. Das ist ja voll krass. Hier waren die mit der 80er-Variante rum. Damit würde ich auch hier das Spiel gewinnen. Jetzt mal im Ernst. Eine 50 Munitionwaffe, wenn ich da einmal durchrenne, ist Feierabend. Die haben ja schon ein Problem, wenn ich mit der MP40 auftauche, aber mit dem Ding. Hier, 63 Schuss. Da standen anscheinend welche. Aber vielleicht noch eine Waffe hier irgendwo rumliegen, die es voll drauf hat. Oh ja. Alter. Unlimited Power! Wir haben die feindliche Verteidigung durchbrochen. Ja, weißt du, mit der Waffe. Das ist ja ein Witz. Das ist ja lächerlich. Damit gewinne ich ja mit geschlossenen Augen. Ich muss ja einfach nur laufen. So, zwei, das ist ja schon fast peinlich. Naja, gut. Nehmen wir es hin. Spielen wir wieder auf deutscher Seite. Das war ja nix hier. Das ist ja furchtbar. So, jetzt wird's wieder interessant. Das finde ich toll mit den Aufträgen, dass du siehst, was du machen musst. 35 Leute mit dem Repetiergewehr schießen, das ist kein Problem. Auf deutscher Seite spielen sie alle, aber können nicht spielen. Gut, wunderbar. Ich meine, ich finde die Russland-Kampagne finde ich toll. Ja, du kannst da ganz wunderbar Deutsche spielen die ganze Zeit. Wird das noch? Na, gerade so. Gibt's heute keine Spiele mehr? Mhm. Gut, jetzt geht's los. Oh Mann, wenn wir jetzt angreifen müssen. Diese scheiß Sandgrube, die ist furchtbar. Offenes Feld und überall wird gesnipert. Wir müssen verteidigen. Oh Mann, habe ich da jetzt wieder zu meckern. Pionierabteilung, direkt einen Posten bauen, wenn es geht. Raus aus dem Laden. Dann kommt hier Artillerie lang. Wieder Snipern auf 5000 Kilometer Entfernung. Oh.
Nein, dass die hier schon alle drin sitzen. Was soll ich jetzt machen? Wieso ist die Tür nicht zu? Wieso barrikadiert keiner? Bis ich da rankomme, dauert es eine Weile. Das Haus. Ich muss das warten. So, zack. Wow, ich geh mal lieber. Schön geworfen. So. Jetzt können wir flöckern gehen. Jetzt können wir hier spazieren gehen. Keine Ahnung, von wo der Gegner schießt, aber... Haben wir das Haus besetzt, alles klar. Zu sehen. Wir haben vorne das Haus eingenommen. Ich will wieder meine 70 Schusswaffe hier. Haben wir noch einen? Zack, lang und weit. Position melden. Sehr gut. Das erreicht, was er erreichen wollte. Das Haus, was keine Miete zahlt. Maschinengewehrtruppe wollte ich gerade sagen, das ist die MP-Truppe. Gegen die können wir gerade nichts machen. Weiter können wir nicht. Daneben. Hier ungünstig. Ach komm schon. Ja. Der Panzer war eh hin, ne? So wie es angehört hat. Na, jetzt wird die Stellung gehalten. Ist doch gut. Der Roland muss ja erst ein bisschen was aufbauen, ein bisschen meckern und jetzt haben wir es doch. Ich darf sogar mal mörsern. Das ist ja. Ich hab mal Zeit. Das ist ein Unding, aber. Ich weiß, es ist eine Scheiße mehr. Steht da mein Funkgerät noch oder steht es nicht mehr? Nein, das sieht nicht so aus, als wenn das hier noch steht. So viel Zeit muss sein. Also die Bombe hier runter wird. Das ist der kürzeste Weg. Hier muss immer einer stehen. Woanders können noch 1000 Posten stehen, aber wenn wir hier einen haben, haben wir direkt vor Ort einen. Es stehen ja jetzt auch genug Posten, dann können wir auch verteidigen. So, 75 Meter wollen wir dem eine draufhalten, wohl wissen, das bringt nicht viel. Ich glaube, ich habe einen Chinesen erwischt. Yeah.
davon. Ungefähr da. Ja, genau hinter das erste Haus da vorne. Das musst du auf der Map verfolgen, das ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Alles klar, wir gehen rein. Da Roland richten hier. Ein bisschen Schwein gehabt, aber wenn der nächste kommt, sind wir am Arsch. Feindliche bombardieren sich. Wo ist denn, wo sind alle Leute hin? Sie haben ihn. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Habe ich Glück gehabt? Nochmal Glück haben ist langsam schlecht. Warum verteidigt keiner mehr? Wo sind denn auf einmal alle? Wo sind denn auf einmal alle? Ich habe nur noch einen Mann hier. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. So lang. Und zack. Ja, und schon ist keiner mehr. Punkt ist weg. Keiner mehr da. Alle weg. Spielt zwar jetzt 2 Minuten gegen auf mich. Ja, der konnte auch noch in Camper-Positionen und musste ich auf ihn zu. Und wenn wir jetzt nicht schnell genug rankommen, nehmen die den Punkt ein. Der war gut, der Panzer. Ich bin noch ein Trottel. Artillerieunterstützung. Wenn eine Artillerie rauskommt, können wir uns bewegen. Artillerie. Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. Das bezweifle ich, steht noch hier. Meine Artillerie. Was wird das? Die Stellung auf meinem Feld? Aber ging darum, jetzt eine neue Truppe zu kriegen, damit ich schnell genug rankomme. Der Funk ist verloren, keiner baut einen Posten auf. Ich habe so viel Zeit rausgeholt und es ist niemand da. Bis ich jetzt dran bin, ist die Nummer weg. Es geht auch keiner mehr ran an den Punkt, ne? Also, ich rufe die Artillerie! Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Was mache ich jetzt? Sehen, wie der Posten eingenommen wird. Ja, der Artillerie gibt uns noch mal ein bisschen Zeit. Aber ohne die Artillerie wird es richtig schwer werden. Wir sind hier durch den Wald. Oh, natürlich genau im richtigen Moment. Hier fehlen Freunde.
Musste sein. Das ist ja ganz witzig. Aber nicht so effektiv wie Stacheldraht. Ich kann hier nicht raus. Verteidiger gebraucht. Wenigstens Munition ist da. Ist einer drin? War doch eben gerade angezeigt. Naja, hat sich erledigt. Jetzt kommt euch an, nein, macht da halt gerade nicht mehr rein. Ah, Posten sind wieder aufgebaut. Es ist jetzt gerade die schlechteste Truppe, die wir dafür haben können, aber okay. Gehen wir damit rein. Rauch nach vorne hilft auch. Wieder so rüber. Wer steht hier doch? Und schießt. Lass mich hier echt konzentrieren. Ich will jetzt schon ganz gerne den letzten Punkt hier auch noch verteidigen. Bot. Wenn er leben sollte, links kann er nicht lang. Okay, war tot, alles klar. Leute, wird das Gefühl nicht los? Wie kann man nur so hin und her rennen? Hinterm Haus. Schlecht geschossen. Die erste Truhe geschossen, die ich sehe. Wie ich den noch erwischt habe, keine Ahnung. Bei dem Geschwanke hier. Da erwischt es mich nochmal, aber ist mir egal. Posten ist auch weg. Ich glaube, einer steht bei mir im Haus, aber ich. Nicht mehr wo. Ist jetzt auch egal. Weil Spiel ist vorbei, wir haben gewonnen. Unsere Verteidigung hat den Angriff standgehalten. Hey! War das eine Granate? Ich muss sagen, der Anfang war wieder etwas stressig. Aber die haben zu lange gebraucht, beziehungsweise meine Artillerie hat wahrscheinlich gesessen und dadurch hatten wir genug Zeit. Weil wenn wir das erste Haus verlieren, relativ schnell.
Ja, dann sind die anderen auch motiviert. Das sind ja auch so eine Sachen, die da mit reinspielen. Ja. Ja, viel Glück gehabt. Und es haben mal ein paar Leute zwischendurch einen Posten aufgebaut. Da, wo keiner da war, war sofort zu sehen, dass wir es nicht schaffen, ne? Es ist immer Wahnsinn.